Hallo Leute, unser Projekt heißt Learn It. Und die Slogan dazu ist Make the Past You Proud. Es heißt so, weil die Vergangenheit du war schlechter in so ein Fach oder sowas und jetzt ist es jetzt bist du besser in diesem Fach und jetzt ist der vergangene du proud of dich. Oh, morgen schreiben wir schon einen Test, aber ich habe gar nicht verstanden. Was soll ich jetzt machen? Hey, kennst du die Website Learn It? Nein, was ist das? Komm, ich erkläre es dir. Learn It ist eine Website, die Lernvideos hat, digitale Arbeitsblätter, digitale Nachhilfe, Online-Konferenzen und am besten eine Online-Community. Oha, das ist zu gut, um wahr zu sein. Kostet bestimmt teuer, oder? Nein, ist es nicht, weil wir verlassen uns auf die Spenden unserer Benutzer. Oha, das ging dann voll cool an. Learn It! Make the past you proud! Unser Team ist, besteht aus 4 Leuten. Millie, die leider heute nicht da ist. Sie ist gestern früher gegangen. Ich glaube, sie hatte Bauchweh. Die andere Person, die auch in die Video war, heißt Bao. Sie hat den Frontend gemacht. Oh, und ich habe vergessen, Millie hat den Layout gemacht. Myla hat sich um das Design gekümmert und außerdem unser Branding gemacht. Und Laura hat den Backend gemacht. Die Technologien. Frontend. Wir haben HTML benutzt, CSS, Bootstrap und JavaScript. Die Tools, welche wir fürs Backend benutzt haben, waren Node.js, Express und SQLite für die Datenbank. Das Problem, also den Grund, warum wir darauf gekommen sind, ist, weil ihr wisst alle, wie es sein ist, wenn die Lernen sehr schlecht etwas erklären und wenn ihr zum Beispiel einmal Mathe verpasst, versteht ihr gar nichts. Ich meine gar nichts. Und die Unterrichtsstoff vor Test wiederholen. Man muss immer manchmal so ein YouTube-Video an die letzte Minute vor der Test schauen, um alles zu verstehen, aber man kriegt immer noch so ein 3-4. Und ja, deswegen haben wir das erstellt, damit es leichter sein ist, ja, um zu lernen. Unsere Lösung ist auf dem Video. Es gibt Lernvideos, digitale Arbeitsblätter, die sehr gut für die Bäume sind, digitale Nachhilfe, Online-Forum und ein Netzwerk für Veranstaltungen, so Events. Genau, das lässt sich auch ganz gut unter dem Wort Open Educational Researches zusammenfassen, denn wir wollen kostenlos sein und für alle zugänglich und wie auch im Video erwähnt, wollen wir dann uns mit Spenden finanzieren. So, jetzt haben wir eine kleine Live-Demo und zwar viele Sachen haben wir geplant. Wir hatten jetzt nur ein Wochenende Zeit und haben deswegen den Fokus darauf gelegt, Arbeitsblätter zu teilen. Und jetzt haben wir hier einmal dieses Beispiel. So. Also, ich bin jetzt in der Rolle einer Lehrperson und möchte zum Beispiel ein Arbeitsblatt hochladen zum Thema Politik. So. Das gehört zum Fach. Ja. Gibt's nicht, okay. Dann sind wir mal kreativ. Und jetzt wähle ich noch diese Datei aus. Die Datei wurde nun von dem Backend, von unserer Anwendung verarbeitet. Und wir haben einerseits sie kategorisiert, also mit Hilfe des Fachs, jetzt nicht ganz richtig, da müssen wir auch nochmal dran, dass Lehrer da, wenn sie einen Fehler machen, dass wir das vielleicht mit einer KI vielleicht erkennen können. Auf jeden Fall wurde das jetzt kategorisiert in unserer Datenbank. Und als nächstes kann man die Datei runterladen. Genau. Das ist jetzt ein Link zu unserem Server und in Zukunft werden wir da auch noch ein Frontend davor bauen, damit man das auch als User tun kann.
So. Außerdem haben wir auf unserer Webseite Kategorien für jedes Fach. Und dann kann sich der User am Ende aussuchen, okay, ich möchte jetzt zum Beispiel ein Arbeitsblatt für das Fach Englisch auswählen. Dann sucht man sich das hier an der Seite raus und kann dann die entsprechenden Arbeitsblätter dazu sehen. Das war jetzt natürlich nicht alles, was unsere App am Ende haben soll. Unsere Ziele sind es noch, Videos einzubetten, ein Forum zu bauen, sowie einen Kalender für Events, wie auch zum Beispiel Jugendhackt, weil Informatik ist auch ein Unterricht, den man nicht vernachlässigen sollte, meiner Meinung nach. Und genau, den wollen wir auch noch da umsetzen. Und ja, das war unser Projekt Learn It. Make the past you proud. Vielen Dank für eure schöne Präsentation, besonders für schöne Video. Das war, ich glaube, es hat alle sehr happy gemacht. Und ihr habt eine sehr coole Energie, ihr habt es sehr gut verkauft. Genau, sowas könnt ihr auch nicht. Design Jugendhackt hat ja auch OERs, also Open Educational Resources. Zum Beispiel welche von Bleeptrack, einer Künstlerin, wo man... Hört man mich? Jetzt? Oh, sorry. Genau, zu so generativer Kunst, aber ja auch noch einige mehr. Vielleicht kann man das ja auch in der Zukunft verbinden. Und während der Pandemie, ich weiß noch, ich bin auch zur Schule gegangen und ihr seid ja auch noch beide in der Schule, haben wir auch gestern ein bisschen drüber geredet. Es gibt ja so viele Plattformen, aber so, ihr habt jetzt ja eine, die... Sorry. Ihr habt jetzt ja eine, die alles zusammenbringt. Also ich fand das immer so nervig, ich musste auf Moodle für Arbeitsblätter irgendwie gehen und dann auf BigBlueButton für Videokonferenzen. Und eure Idee ist es dann ja, dass man alles auf einer Website hat, richtig? Unsere Webseite ist nicht direkt für den Unterricht, den Live-Unterricht vorgesehen gewesen, sondern auch, weil wir so Frontalunterricht vielleicht gar nicht, also das haben wir eher kritisiert am Anfang, sondern eher für das selbstständige Nacharbeiten zu Hause. Aber die Foren können dann auch als Austausch dienen und da kann man dann auch noch Fragen stellen. Ja, voll gut, vielen Dank.